Weil es ja ziemlich langweilig ist, nur zu Hause im Studio rumzusitzen und euch auch nur von dort meine Videos zu schicken, habe ich gedacht, ich werde in loser Folge auch mal rausgehen und euch zeigen, wo zum Beispiel ich meine Inspiration herhole, was mir gefällt und wo ich die Kunst finde. Man muss nicht unbedingt dort wohnen, wo es große Galerien gibt, wo es gute Museen gibt. Kunst kann man auch an ganz seltsamen Plätzen finden. Ich würde das vielleicht nennen, ja, Art at the Weirdest Places. Ich habe gedacht, ich werde eine lockere Reihe machen. Ich kann nicht versprechen, wie viele Videos ich davon tatsächlich drehen kann. Aber ich fange einfach mal an. Wir sind heute hier, das, was man bei uns nennt, the Byron Waterworks. Das ist eigentlich ein stillgelegtes, Wasserklärverbesserungswerk oder wie immer man das nennt. Und ihr wisst ja, dass ich sehr, sehr viel von Street Art halte. Also Street Art, finde ich, ist ein unglaublich kreatives und ein unglaublich inspirierende Artform, weil sie einfach wirklich die Kunst auf die Straße bringt, die Kunst an die Leute bringt und eigentlich auch die Möglichkeit für jeden gibt, eine Aussage zu treffen. Natürlich ist das alles wieder illegal, das wissen wir ja. Es gibt einige Städte und auch einige Regionen, die das mittlerweile erkannt haben und gesagt haben, okay, wir bieten Street Artists einfach einen legalen Platz oder legale Stellen, wo ihr eure Kunst hinmachen könnt, unter bestimmten Bedingungen natürlich gleich wieder. Es muss ja alles reglementiert werden. Aber hier zum Beispiel ist einfach ein Bereich, na gut, es ist nicht legal, aber es kümmert auch keinen so recht. Was ja, das ist ja viel in Australien so. Es ist verboten, du machst es trotzdem, aber es kümmert keinen. Und hier kommen eben ganz viel der Künstler her, der Street-Art-Künstler, und verewigen sich auf den Gebäuden, auf den alten Wassertanks. Und es ist immer wieder, es ist natürlich nichts für immer. Sie machen ihre Tags. Zum Beispiel finde ich, das ist ein ganz guter, der gefällt mir einfach gut, der ist gut gemacht. Es gibt auch viel, wo ich sage, ist jetzt nicht weltbewegend, aber es hat ja alles seine Berechtigung. Auch jeder, der anfängt und dessen Tag, dessen Bild vielleicht nicht so gut ist, hat die Berechtigung, es mal zu probieren. Also Spray Paint ist eine ganz andere Geschichte. Die großen Flächen sind auch eine ganz andere Sache. Das ist nicht einfach. Das muss man auch irgendwie erstmal hinkriegen, diese Flächen tatsächlich auch zu nutzen. Hier zum Beispiel, die wirklich guten Pieces, die bleiben auch, die werden auch nicht so schnell übermalt oder gar nicht. Das hier zum Beispiel ist eine Kollaboration von zwei Artists. Einer ist ein Freund von mir, Jane, der hat hier also die rechte Seite gemacht. Der andere ist sein Kumpel, der eigentlich Kanadier ist. So, ich muss natürlich auch hier in der richtigen Höhe filmen, sonst seht ihr gar nichts. So, finde ich ein ganz tolles Piece. Ist eben mehr als nur der lapidare Tag. Und das ist auch schon eine Weile da. Das hat bis jetzt noch keiner übersprayt. Aber das ist nun mal das Medium, Street Art, Graffiti. Es ist nur ein Zeitdokument. Es ist irgendwann, kommt jemand, braucht die Wand und wird sie dann einfach für sich beanspruchen mit einem neuen Bild. Und man kann aber sagen, je besser das Bild, so länger bleibt es auch bestehen, was ja auch so eine Art Anerkennung ist durch die anderen Artists, die sagen, okay, das ist gut, da male ich jetzt nicht drüber, das lasse ich. Und wie ihr seht, also hier ist wirklich jede Fläche genutzt, jeder Tag, jedes einzelne Wandbild hat hier so seine Berechtigung nebeneinander und ist für mich eine sehr große Inspiration. Einfach die Art, wie die Street Artists mit der Farbe umgehen, mit Schrift umgehen, was ja auch für ein Journal Making ganz
ganz wichtig ist. Also das ist auch was, wo ich immer wieder an meine Grenzen stoße. Auf meine Page eine gute und eine passende Lettering zu machen, also eine passende Schrift hinzukriegen. Und ja, es ist hier immer wieder ein Besuch wert, weil es, wie gesagt, in Abständen die Sachen sich immer wieder ändern, verändern und es immer wieder was Neues zu sehen gibt. Eigentlich ist es sowas wie eine Outdoor Gallery für mich, wenn ich hierher komme und dann eigentlich auch sehen kann, ah okay, es gibt was Neues. Man sieht halt ganz viele Stilrichtungen nebeneinander, ganz viele Ansätze. Wir haben auch, also ich bin jetzt da auch nicht so führend, aber wir haben alles verschiedene Namen, die verschiedenen Stilrichtungen, die sich die Künstler hier ranwagen. Ich finde es einfach schön, dass es bunt ist, dass es strahlend ist. Das ist zum Beispiel ein ganz toller Tag, der gefällt mir unheimlich gut. Ein bisschen also der sitzt einfach, der ist ausgewogen, die Farben finde ich klasse. Super, gefällt mir. Und jetzt ganz unabhängig davon, ob ich jetzt mich für sowas interessiere oder nicht, finde ich einfach, es ist inspirierend. Also ich sehe immer wieder Dinge, wo ich sage, wow, gefällt mir. Hier da hinten zum Beispiel, der Kopf, der ist auch neu. Finde ich gut, ja. Der ist einfach, der hat was. Ich zoome mal ran, wie ihr auch seht, was ich meine. Ja. Also der ist grafisch gut gemacht. Und das sind so Stücke, die ich mir dann immer raussuche und sage, wow, da kann ich was von lernen. Also das inspiriert mich einfach. So, ja, jetzt sind wir eigentlich einfach schon einmal rum. Auch ich habe einiges Neues gesehen und muss mich jetzt wieder rausschleichen aus dem verbotenen Gelände. Ja, weiter geht's.